interessante Akku. Mhm. Ja, und ich weiß nicht wieso. Also ich könnte dazu jetzt was sagen, aber... Ja, ich hab's mir auch gerade gesagt, aber ich will Knetz machen. Nee, lass mal. So, da vorne ist wieder ein klebriges Gespinst. Oh ja, oh ja. Ja, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und ich weiß, welcher Endboss das ist. Der sprüht mir nicht überall auf dem Boden Gift, glaube ich. Wenn es die in ihre Tipps. Ja, Mister, irgendwelche Tipps, bitte. Sollten wir uns den Limitrausch aufheben oder sollten wir den am Anfang rausbrechen, dass der sich ja vielleicht im Laufe des Kampfes nochmal auflädt? Das finde ich. Ich nicht nochmal auf. Ja, gut, aber rausbrechen kann auch nicht schaden. Tipps. Oder? Ja, klar. Was der Schaden weg ist, ist weg, ne? Tipps. Okay, mein erster Energy Drink ist schon. er lässt uns erstmal machen. Oje, okay, Mist. Jetzt, wo du sagst. Ich glaube, ich muss mir gleich erstmal welche holen gehen, sonst kann ich bei 7 Days to Die nicht mehr mitmachen. Was? Ja, ich glaube, 7 Days to Die war doch für 23 Uhr ungefähr geplant, oder nicht? Ja. Ja, wenn ich kein Energy vorher getrunken habe und dann soll ich durchgesetzt zocken, ja, ich weiß nicht. Video. Mit Sprachausgabe. Ach, der will. Ich bin eine Lache. Trotzdem will ich in deiner primitiven Sprache zu dir sprechen, aus Freude über unsere Begegnung. Ich bin der Ashir Labrea, Diener des einzig wahren Gottes. Du hast mein Interesse geweckt. Du und die Kraft, die in dir ruht. Das Licht hat sich in dir eingenistet und zerfrisst dich wie ein Geschwür von innen. Wesen der Dunkelheit. Oh, deine Gabe ist beachtlich. Du scheinst sogar in der Lage zu sein, den Äther zu formen und Lichtkristalle zu manifestieren. Gerne würde ich erleben, wie du Geschichte schreibst. Doch du bist dem absoluten Gott in die Quere gekommen. Muss die Geschichte von dir und dem Kristall nun ein jähes Ende nehmen. Unser Gegner. Alter Feigling. Gerade eben hieß es noch, Limit Break aufheben. Und irgendwie hat mich dieses Ding jetzt tatsächlich an Zelda Ocarina of Time erinnert. Und zwar, bisschen, wenn du im Dekobaum ganz am Anfang, wenn das Vieh von der Decke fällt. Ja, dachte ich auch, ey. War erst, als du Ocarina of Time erwähnt hast, aber es hat mich direkt dran erinnert. So, können wir los? Nein. Ja, danke schon. Ich komm noch nicht weg so. Oh je, da sind jede Menge Knospen an der Seite. Mhm. Ich hoffe, die schlüpfen nicht. Oh,
Wieso hört man vom Jan nichts mehr? Weil ich nicht rede. Achso. Das ist eine echte Seltenheit. Eine Seltenheit. Oh, Triss, weg links, neben das ist eine Cosplay gespawnt. Und ich hab Agro von mehreren Gegnern gerade bekommen. Ja, wir kümmern uns so. Alter. Ich will nicht sagen, aber das ist so ein Kampf, wo ihr den AOEs auf jeden Fall ausweichen solltet, ne? Ja, geben wir uns mal. So, die kleinen Viecher tot, ja. Ja. Giftstachel weitet sich. Wunder von dem Grünen. Nein! Kommt ihr klar da hinten? Okay, wir müssen die Giftstachel kaputt machen, Leute. Ah, hier sind wieder ein paar Erze aufgetaucht. So, am Rande. Ja. Autsch. Die Giftstachel ist sehr wichtig, die müssen wir kaputt machen. Sonst kommt mir nicht noch mehr Gift hier auf diesem Boden. Mhm. Ach, der Giftstachel hat ja extra Lebensleiste. Ist sowas. Ja. Können Sie sehen? Deswegen sage ich. Das sieht jetzt gerade ein bisschen kritisch aus. Ich muss hier so krass viel heilen, ich bin jetzt hier noch im Blick out of Mana. Jetzt alle auf die Giftnadel. Sonst haben wir ein dickes Problem. Jo, läuft. Läuft. Das haben wir jetzt sowieso. Mein vorletzter Heal kommt jetzt. So. Nein! Hä? Anscheinend kommt es doch. Scheiße. Nee, es kam nur gerade ein letztes Mal, weil er das passen hat, bevor der Stachel kaputt war, glaube ich. Okay. Wollen wir es hoffen? Dann machen wir ein Limit raus. Gut, Jassi. Ich habe noch nie gewusst. Scheiße. Hat sich erledigt. Den hättet ihr viel früher machen müssen. Ja. Boah, ich bin ein bisschen froh, dass wir nicht verreckt sind. Ich hatte jetzt gerade am Ende noch durch Spiel ertragen noch, ich glaube, was hatte ich jetzt? 20 MP oder so am Ende? Hast du schon Fispelstimme? Was? Oder Fispelstimme, genau. Ich glaube nicht, nein. Nee. Fragt nämlich gerade. Ja. Werde direkt mal einen Blick drauf werfen. Schatz, was gibt's? Echt jetzt? Dolch. Nein, er kommt leider erst mit Level 38. Na komm, alle Gier. Ach, das ist das fürs Bestimme. Ja, das drauf warte ich auch schon die ganze Zeit, dass ich weniger Agro mache. Gut gemacht, danke. Ah, danke. Das wäre wirklich mal Herz Gutes. Das sollten grundsätzlich DWs und Healer bekommen, ey. Hey, ich hab den Namen bekommen. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich, glaube ich, meine Würfel sind gezinkt oder so, ich weiß es nicht. Videosequenz. Die älteste. Ja, endlich ist die meinige befreit. Dacht, wenn er so weit sagt, ne? Ja. Also ich bin soweit. Jetzt bin ich soweit.
Ich hatte es relativ spät angeklickt. Moment. Ja, ich habe auch hier angewartet. Puh. Ja, warte mal auf mich auch noch. Ich hab einen langen Ladescreen gehabt. So. Jo, jetzt kann's. So. Puh, endlich ist die Meinige befreit. Ein ganz düstriger hat die Meinige fest in einen Kokon eingeschlossen. Meinige ist fast zu bizarr bereits zerfetzt worden. Aber irgendein Hilfreichiger hat die Meinige gerettet, der Düstrige ist verschwunden. Wer war das wohl? Wir? Ich. Ich ganz allein. Hat der Heldenhaftige etwa all die Monster besiegt? Oh, danke. Vielen Dank. Lass uns nun diesen finstrigen Ort verlassen. Schnell kehren wir zur Silphenzuflucht zurück. Hey Patrick, ich finde das Gesicht erinnert mich gerade irgendwie an einen Asgard. Bisschen. Jetzt kommt aber eine richtige Videosequenz, glaube ich. Ja. Oder doch. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Ja. Ah. Profi-Taktik? Achso, ja. Profi-Taktik, aber riskant wäre gewesen, Ads komplett ignorieren und den Boss einfach runterburnen. Ist aber echt schwer für den Healer, sagt ja, das war für mich gerade schon schwer genug, finde ich. Mhm. Ja, ich muss auch besser reinkommen in die Rota mit Healen und so weiter. Ja, ja. Ja, vor allem, wollte ich auch die ganze das Gift wegcasten, aber ich kam gar nicht dazu, das Gift wegzucasten, weil jeder hat hier unter Damage bekommen. Ich musste jeden direkt sofort wieder gegen healen. Ja, war schon nicht einfach, glaube ich. Ja. Weil sonst kritisch geworden wäre, ne? Mhm. Es ist auch so schon kritisch geworden, vor allem gegen Ende hin. Du wärst mir auf jeden Fall schon zweimal während des Kampfes fast verreckt, weil du fast tot warst. Und ich glaube, der Jazzy also auch in der Stelle. Ja, verreckt. Also hier in dem Kampf jetzt nicht? Ja, aber in der gesamten. Seid ihr so? Ja, einmal bin ich auch mitgestorben. Also. Bin ich der Einzige, das ohne Wipe geschafft? Spasti. Nein, Jazzy auch. Jazzy auch? Nee, das in der eine Mal, ich weiß, die eine Indie, da sind wir alle gestorben, außer er, der Trist. Der ist weggelaufen. Ja, nur dieses Mal ist auch Jazzy ohne Wipe weg. Ja, aber man muss das Komplettbild betrachten, weißt du, bis jetzt ist er nicht gestorben, aber wir alle schon. Ja, das stimmt, ja. Stimmt. Centurio, der Trupp bei Lärchenruf hat das Zielobjekt aus den Augen verloren. Verstanden. Ah, das gibt's noch nicht. Wo ist das Miststück hin? Also noch keine Spur von Ramu. Hibunos? Nein, leider. Keine Anzeichen, aber wir... Genug, spar dir deine Worte. Hä? So, das war deiner. Echt? Okay. Spar dir deine Worte. Wenn wir weiter vordringen, werden die Kridania auf uns aufmerksam. Die Weisung lautet aber, eine direkte Konfrontation zu meiden. Dass die Silben ihren Ramu in letzter Zeit nicht beschwören haben, scheint also zu stimmen. Wir sollten die verdammte Operation abbrechen. Die Götter Eoseras erfüllen einem aber auch nicht den kleinsten Wunsch. Was ein nutzloses Pack. Was ist mit den Silben, die wir vorhin gefangen haben? Da waren doch noch ein paar am Leben, oder? Es tut mir leid. Wir wollten aus ihnen herauskriegen, wo sich Ramu versteckt hält. Und da haben wir sie wohl etwas zu hart angenommen. Ihr könnt aber auch gar nichts richtig machen. Was bringen uns tote Geiseln? Na, ist auch egal. Ohne Götter sind die wilden Stämme ohnehin nur dummes Vieh ohne Verstand. Oder Gemüse, in diesem Fall. Der war gut. Es wird gleich dunkel. Wir nutzen die Dämmerung zum Rückzug. Los, Bewegung. Alles Idiot. Wenn das so weitergeht, kommen wir nie ans Ziel. Ich muss Geduld haben. Unsere Mühe wird irgendwann belohnt werden. Oder wie hast du einmal gesagt, selbst wenn dabei Himmel und Erde zugrunde gehen sollte,
Wer soll bis an die Grenzen des Möglichen vordringen, wenn nicht wir? Das ist wohl die Bestimmung der Mathetik, was Magitech-Ingenieure, was, Garland? Aber dein Stern ist im Sinken begriffen. Nun beginnt meine Ära. Und im Angesicht dieser glorreichen Zukunft wird sogar die absolute Waffe für Legatus Gaius verblassen. Aha, da hat jemand mitgelauscht. Mhm. Ältigste Flixio. Bestimmt haben diese Noxia getötet. Deswegen haben sie sicher noch Schlimmeres im Sinn. Andrigen entführen. Ach, den Fremdigen. Ach, den Fremdigen kann man einfach nicht trauen. Die Gemeinigen aus Gerlemal sind ganz anders als die Gridania. Schnell weg, bevor die Gemeinigen wiederkommen. Kopfschmerzen. Haut der deinige denn in die Luft? Ich will in keine Gesellschaft, danke. Nein. So. Warum ist der deinige in dieser Gegend? Hat der Hilfsbereitige etwas an der meinigen Besuch? Etwa an der nach der meinigen Besuch? Oh, der Neugierige will über den großigen Ramu sprechen. Na gut, weil der deinige Noraxia so nett geholfen hat, wollen auch die unsrigen etwas geben. Um die meinige braucht der Nettige keine Sorgen zu machen. Der Nettige kann ruhig zu seinen Freunden zurückkehren. Oder der Deinige kann auch zur Hilfenzuflucht kommen. Dann werden die Unsrigen etwas über den großen Ramu erklären. Abgemacht. Dann kommt der Mutige also zu den Unsrigen. Und jetzt nichts wie fort von diesem Ort. Wie süß das klingt mit dem Flügel. Also, jetzt sind wir der Deinige, der Mutige, der Hilfsbereitige, der Schlafmichtod, der Haubichblau und der Brüder. Alberta, was genau magst du denn an den Zwölfen? Weil ich finde die irgendwie zu klein, zu grün. Ich mag die auch total. Also ich muss ihm da total zustimmen, ja, die sind einfach knuffig. Ja, sind sie auch, ja. Die sind knuffig und die Sprache von denen ist geil. Hm? Meinige, Deinige und so. Ja, du überliest das. Du überliest das meiste sowieso. Der. So da steht Großsegen und du sagst die ganze Zeit nur Großen. Also. Oh. Nett, ein Fate. Da machen wir doch gerade mal mit, wa? Was so? Ja. Ah ja, klar. Wieder der Trunkenbold. Ja. Den muss man ganz schön auch verprügeln. Es gibt halt Leute, die lernen. Der lernt halt. Ja, gut, ja. Ich bin mal ein Assi. Ah, Alberta mag auch die Sprache. Oh, hat ja nicht funktioniert, Leute. Erst hat's ihn auch genervt, und ich ja. Aber das ist ein mager Druck. Okay. Juhu! Ja, ah, Flottenteile nehmen wir noch immer gerne mit. Ich bin schon wieder auf 26. Ja, genau. So. Schlafst du? 26 halb ungefähr. Das ist wieder meine. Also. Ja, ich hab auch ungefähr 26 schon. Also 66.000. Ach so. Was? Ich hab 64.000 schon dabei. So, das bin ich dann wieder, ne? Da bist du ja wieder. Und hast du die Älteste der Silben gefunden?
Na, da hast du ja einiges erlebt. Aber es ist noch mal ein... Was? Aber da hat es ja noch mal ein gutes Ende genommen. Ich werde der Bruderschaft direkt von deinen Großtaten berichten. Oder was meinst du? Jetzt können wir endlich mit den Silfen verhandeln. Du solltest aber gleich zur Silfenzuflucht laufen. Das hat Frixio dir doch gesagt. Vielen Dank für alles. Ich hoffe, du schaust bald wieder vorbei. Ich werde stets einen guten Tropfen für dich bereithalten. Ich trinke zwar keinen Alkohol, aber danke. Gut, passt doch. So. So. Dann sind wir jetzt auch mal fertig mit der Folge, ne? Also ja, und haben genau 2 Stunden Aufnahme. Ja, okay. Genau. Gut, dann bedanke ich mich mal bei allen, die dabei waren. Bei allen, genau, die mitgeholfen haben, die heutige Aufnahme etwas professioneller zu gestalten. Ja, danke euch für die ganzen Tipps und alles. Das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Danke, danke. Vielen Dank. Auf jeden Fall danke, jo. Ja. Und dann hoffe ich, euch hat's gefallen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin noch da, bis um 6 Uhr morgens früh. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. So. Ja, das war auch jetzt hauptsächlich mehr fürs Folgenende gedacht, MC. Genau. Okay. Stimmt ja, ihr müsstet ja extra aufnehmen und... Puh. Ich komme da manchmal ein bisschen durcheinander, muss ich ehrlich sagen. Läuft aber das 20:15 hat doch echt perfekt gepasst. Person abgeben, schönes Ende. Ini vollständig gemacht. Albasta genau. Kommt gerne das wieder, meinte. Hat ja wirklich gut gepasst. Also wir müssen es weitermachen. Ja, Albasta, du musst gucken, ne? Du meinst, du kannst zwar... Also das klingt so, als würdest du jetzt gehen wollen, aber der Stream ist ja noch nicht vorbei, ne? Richtig. Der Stream ist noch nicht vorbei. Nur der Final Fantasy Part davon. Genau, ich bin später auch nochmal dabei, nämlich beim... 7 Days to Die. Einmal beim Teil The Forest und einmal bei 7 Days to Die, genau. Boah, um 4 Uhr willst du doch wach sein? Was, wann? Ja, wann? Um 4? Wach sein. Was läuft um 4? Um 4 ist The Forest. Ja. Und 7 Days to Die um 23:30. Eventuell bin ich da schon wieder zurück. Oh, dann waren wir sogar zu dritt. Eventuell kann auch sein, dass ich erst um 5 oder um 6 komme, ich weiß. Aber wenn ich wieder da bin, melde ich mich auf jeden Fall mal. Wäre schön. So, ich habe jetzt mal so einen netten Sendepause-Ding eingeblendet. Ich bin zwar da, aber ich muss leider mal kurz mal schauen, was mit dem CLR-Browser los ist. Weil das ist mir nicht genau das, was ich mir nicht habe zum wegen dem Alarm. Das will ich jetzt mal ganz kurz noch mal wieder neu einstellen, weil das ärgert mich schon, dass das nicht richtig funktioniert hat vorhin. So, weil jetzt habe ich ja noch mal eine halbe Stunde Zeit, das heißt, da kann ich auch noch mal eine halbe Stunde Pause machen und währenddessen probiere ich das jetzt noch mit dem CLR-Browser. Vielleicht können wir mal weg, gleich. Ist klar. Hatte eigentlich nur vor für Final Fantasy 14 zu kommen. Gut, kannst du dir auch noch überlegen, ob du vielleicht doch noch bleibst. Klar. Ich meine, klar, wenn es dir Spaß macht, bleib da. Kommen noch andere Leute zum Spielen. Und vor allen Dingen, jetzt kommt ja wieder ein MMO. Jetzt kommt ja wieder ein MMO, ne? Jetzt? Star Trek Online. Jetzt? Star Trek Online. Das ist mein Name. Yep. Das könnte mir nicht auch witzig werden, weil da sammeln wir männlich Delizium. Was für Zeug? Delizium. Das wird dir nichts sagen, ne? Okay. Nein. Kriegen wir mal eine Nachricht. Ich habe jetzt so viele Nachrichten gekriegt, das glaubt ihr gar nicht. Wie hieß denn das? Night Dev. Hier. Project. Follower Alarm. Genau, hier ist er doch. Ich habe das so geil eingerichtet und dann nicht mal eingeblendet wurde das, ne? Hm.
Ich hab STO mal ganz kurz bei Release gezockt, bin zwar totaler Tracky, aber das Spiel hatte mich nicht überzeugt. Also man muss dazu sagen, es hat sich einiges getan in STO. Einiges. Das, was du früher gesehen hast, das war noch altbacken. So, jetzt muss ich wieder diesen CLR-Browser runterladen. Dann muss ich nochmal kurz den Stream ganz kurz stoppen und dann geht's wieder weiter. Was denkt ihr eigentlich über das Generve des Dilly-Events? Was ist ein Dilly-Event? Das ist auch meine Frage. Das hat jetzt mit Star Trek Online zu tun. Ah, okay. Okay. Yep. Das hat jetzt was mit... Wo davor schon ein STO kam. Und da bin ich wieder. Ah. Bibi. Du warst weg? Bibi. Ja, sag dich doch. Ich bin dann jetzt auch mal kurz weg. Ich muss unbedingt zum Rewe hochgehen, ein paar Energy Drinks holen. Bis denn. Kannst du mir mal ein paar mitbringen? Nee, tut mir leid. Mein Kabel ist zu dünn, weißt du? Passt nicht. Ja, Entschuldigung. Und außerdem, ich weiß nicht, ob ein USB-Port da Flüssigkeit übertragen kann. Also direkt in den PC kippen, passt schon. Das wäre eigentlich eine Marktlücke, oder? Wasserdichte USB-Ports. Das ist ja, das kriegst du ja nie, das kriegst du nicht umgesetzt, Mann. In Amerika. Aber das wäre super lustig und wirklich... Okay, wie dick Leitungen sein müssen, weißt du, vom PC aus vom Lager, aber da so eine kleine Leitung für Flüssigkeiten mit dabei wäre, weißt du, ein Verteiler. Ja, oh Mann. Bis nach China so ein Energy Tank durchleiten. Die Highspeed Energy Leitung. Ist eigentlich echt nicht verkehrt, oder? Oder Kaffee. Es gab mal eine junge Dame, mit der ich eine Zeit lang über ICQ geschrieben habe. Die hat mir, die zu der habe ich immer gesagt, kipp mir auch einen Kaffee in die Leitung. Okay. Kam dann bei mir aus der Dose raus, das war sehr interessant. So. Wann geht's denn jetzt los mit STO? STO geht los um 20.45 Uhr. 20.45 Uhr, ja. Ah, okay. Und das heißt, dann können wir noch ein bisschen quatschen. dann können wir noch mal kurz quatschen, aber ich bin ganz kurz AFK. Jo, ist okay. Weil ich muss mir nicht ganz kurz wohin. Ein Skandal, die kannst du doch. So. Vielleicht kannst du noch im Hintergrund ein bisschen Musik anmachen, bevor du gehst. Stimmt, das ist gar keine so schlechte Idee. Ich muss mal wieder hier ein bisschen was am Mikro machen. Ja, leider habe ich mein Musicboard im Teamspeak schon wieder ausgeschaltet. Könnte ich mal kurz hochmoven. Warte mal, da kann ich ein bisschen Musik reinmachen, das ist richtig. Musik. Jetzt komm bitte nicht mit Schlager-Songs. Alles nur keine Schlager, der Rest ist mir egal. Nein, ich mach was Ruhiges rein, was. Wir hatten zeitlang eine Gesellen, der hat nur Schlager gehört. Ich hab da Brechreiz bekommen, muss ich schon sagen, ey. Schlager ist ja noch okay, weißt du, aber nonstop 8 Stunden arbeiten, nonstop Schlager, Ja gut, nicht das fand ich früher aber auch. Wahrscheinlich auch irgendwie durchhalten. Morgens und abends hatte ich dann einen Taxifahrer zur Schule, der hat immer WDR 4 gehört. Ich hätte mir da am liebsten eine Schrotflinte geschnappt und dem die Birne weggepustet, damit ich umschalten darf. Weil sobald einer das Radio angefangen hat... Nicht so gewalttätig, Mensch. Alles in den virtuellen Spielen. Wir sind noch live auf Sendung, mein Freund. Nein. Sobald jemand anderes das Radio angefasst hat, hat der sofort zum Pfefferspray gegriffen und so drohend schön hingehalten. Also... Ja, den würde ich mal zur Anti-Aggressionstherapie schicken. Ja, das hört eindeutig. Sich doch ein wenig. Und zur Musikgeschmackstherapie. Nightwish wäre cool, sagt Lord Kripman gerade. Da kann ich mich nur anschließen. Nightwish ist geil. Aber nur mit Taya. Mit der Nat gefällt es mir nicht mehr so. So, jetzt bin ich aber weg. Bis dann.
Bis dann. Nee, hab mich bloß gerade kurz doppelt gehört. Ach so. Wahrscheinlich aber nicht über mich, oder? Nee, wahrscheinlich über Nian. Ah. Über mich wäre scheiße, was wir gerade erst gefixt haben. Zum dritten Mal. Okay. Ich höre gerade die ganze Konversation nochmal. Hast du vielleicht den Livestream gerade an? Ja, doch, das. Das ist dran. Ja, ich würde die Musik hören. Nelat Kippmann habe ich mir noch gar nicht angehört. Muss ich mal reinschauen. Ich muss sagen, ich habe lange musiktechnisch nichts mehr Neues dazugelernt. Traurigerweise. Aber ja, ich weiß nicht, kam irgendwie gar nicht dazu. Aber guck ich mir mal an, auf jeden Fall. Metaia war halt echt immer, keine Ahnung, es war halt immer episch, ja. Das war. Boah! Die hatte halt eine Stimme, da konnte so keine andere mithalten. War dann mit Annette leider nicht mehr so, irgendwie. Mikrofon aktiviert. So, da sind wir wieder. Baby. Komm zurück. Danke. Verworfene Frames 48. 0,04%. Okay. Sieht doch gut aus. Ja. Bin direkt wieder da. Jo. User disconnected from your channel. Kommen jetzt zu STO auch noch Leute, oder? Ja, ich würde es mal schwer hoffen. Nee, ich meine Mitspieler. Verzögerung, deshalb muss ich mal kurz disconnecten und wieder reinkommen. Leute, ich muss mal ganz kurz den Rechner neu starten. Scheiße. Wegen diesem blöden CLR. Jo, ich bin. Jo, ist gleich. Jo, das. Aber. Ein paar Sekunden warten, ich bin gleich wieder da.